Die Horrorgeschichten zum Einschlafen sind zurück. Jeden Tag eine neue Story. Zuerst gibt es die auf Spotify, Apple, Amazon Music und Co. Folgt dort auf jeden Fall unserer Playlist. Erster Link in der Beschreibung. Alle Stories sind fiktiv. Bitte niemals etwas nachmachen. Und jetzt viel Spaß. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin seit etwa einem Monat hier in diese neue Kleinstadt namens Vogelberg gezogen. Ja, ein lustiger Name, ich weiß. Ich kann mich immer noch nicht so recht an das Leben hier gewöhnen. Immerhin komme ich aus der Großstadt. Mein ganzes Leben habe ich dort gelebt. Doch nachdem mein Vater verstorben war, ist meine Mutter mit mir hierher gezogen. Sie konnte es nicht mehr ertragen, ohne ihn in dieser Stadt zu wohnen. Mein Vater war überhaupt erst der Grund gewesen, warum meine Mutter in die Großstadt gezogen war. Und jetzt, wo er nicht mehr da war, hielt sie dort nichts mehr. Sie wollte zurück zu ihrer Familie, die jedoch nur aus ihrer Zwillingsschwester Silke bestand. Sie war vor gut einem Jahr nach Vogelberg gezogen und nun hatten wir es ihr gleich getan. Eigentlich habe ich gedacht, dass das Leben Kleinstadt ziemlich langweilig werden würde, doch da hatte ich mich wohl getäuscht. In den ersten 3 Wochen passierte ja auch erstmal nicht wirklich viel. Ich lernte meine Klassenkameraden kennen, freundete mich mit ihnen an, darunter auch mit meinem Cousin Mike, Tante Silkes einzigen Sohn. Er war gerade einmal 3 Monate jünger als ich, und so waren wir im selben Jahrgang. Auf Anfrage meiner Mutter wurde ich dann auch in Mikes Klasse zugeteilt. Er nahm mich unter seine Fittiche, stellte mich seinen Freunden vor. David, Leon und Stefan. Das war seine Clique. Und dort passte ich erstaunlich gut rein. Wir teilten gemeinsame Interessen. Sport, Fußball, Kraftsport, aber auch Computerspiele. Ich hatte Glück gehabt, dass ich so schnell Anschluss finden konnte. Aber nicht nur mit meiner Clique, sondern auch mit meiner ganzen neuen Klasse hatte ich anscheinend ziemliches Glück gehabt. In der ganzen Klasse herrschte fast nur Harmonie. Es gab keine Streitigkeiten. Alle waren nett. Ich verstand mich mit allen sehr gut und freundete mich so auch mit ein paar weiteren Leuten außerhalb der Clique an. Jedoch gab es da eine einzige Ausnahme. Natürlich musste es die ja geben. Und das war Stella, eine musterhafte Beispielzicke, wie sie im Buche stand. Fast schon eine Parodie. Sie war in der Klasse außen vor, nicht aber, weil sie ausgeschlossen wurde, nein, sondern weil sie es selbst so wollte. Vielleicht glaubt ihr das nicht, aber es war wirklich so. Sie grenzte sich selbst aus, war ständig unhöflich und respektlos. Bei Gruppenarbeiten war sie absolut unerträglich. Besserwisserisch, pampig, zickig, sie war einfach alles. Ich habe ein paar Mal versucht, ihr eine Chance zu geben, aber vergeblich. Es gab sogar einen entscheidenden Moment. Ich hielt ein kurzes Referat in Geschichte. Leider hatte ich aber einen kleinen Fehler drin und dann unterbrach diese Zicke vor der ganzen Klasse laut meinen Vortrag, korrigierte mich und sagte, dass ich sorgfältiger arbeiten sollte. Mann, das war mir vielleicht unangenehm. Aber trotzdem, ausgenommen von ihr hatte ich eine wunderbare Klasse. Die Gemeinschaft war unglaublich. In den Pausen hingen wir miteinander ab, spielten Tischtennis, nach der Schule verbrachten wir Zeit miteinander. Und am Wochenende machten wir Party. Es war wohl alles zu schön, um wahr zu sein. Denn eines Tages passierte das Unfassbare. Es war ein Dienstagabend. Ich war nach der Schule noch mit zu meinem Cousin und meiner Tante gekommen. Ich war zum Essen eingeladen. Meine Tante Silke kochte wie immer richtig gut. Danach hingen Mike und ich noch etwas bei ihm im Zimmer ab, aber dann musste Mike auch schon los. Er traf sich mit seinem Vater zum Essen, der ihn hier besuchte. Mikes Eltern waren getrennt. Doch anstatt zu gehen, leistete ich meiner Tante noch ein wenig Gesellschaft. Ich half ihr ein bisschen im Haushalt und währenddessen unterhielten wir uns. Silke erzählte mir ein bisschen von der harten Zeit nach der Trennung von ihrem Ex-Mann, darüber, wie stolz sie auf Mike war, dass er mit allem so gut umgehen konnte. Ich dachte, das mit dem gut umgehen können bezog sich allein auf die Trennung seiner Eltern, aber da hatte ich wohl falsch gelegen. Aber das fand ich erst heraus, nachdem ich irgendeine Kiste in das Zimmer ganz nach oben bringen sollte.
ein Zimmer, das nie so richtig benutzt wurde. Ich brachte also die Kiste nach oben ins Zimmer und ins Auge fiel mir sofort die offensichtlich große Menge an Fotos, die hier überall an den Wänden hingen. Wirklich, da war fast kein freier Platz mehr an den Wänden, so viele hingen da. Ich staunte nicht schlecht. Die Fotos waren alle von Mike und Silke. Und zwar aus so ziemlich jeder Zeit. Als Mike ein Baby war, ein Kleinkind, ein Grundschüler, ein Jugendlicher, da waren Fotos aus dem Urlaub, bei irgendwelchen aufregenden Events, Fotos mit Freunden, sowohl von Maike als auch von Silke. Mit der Familie, ich war auch auf ein paar zu sehen, als ich noch kleiner war. Eine ganze fotografische Biografie von Mikes und Silkes Leben in den letzten Jahren. Wie gesagt, ich staunte nicht schlecht, doch obwohl da so viele Fotos hingen, fiel mir eine Sache ganz besonders auf. Beziehungsweise eine bestimmte Person fiel mir ganz besonders auf. Oder besser gesagt, ein Mädchen. Sie war in meinem und Mikes Alter. Sie hatte blonde Haare, wunderschöne blaue Augen und ein strahlendes, einnehmendes Lächeln. Und sie war ganz offensichtlich so etwas wie Mikes Freundin gewesen. Sie war auf vielen Fotos zu sehen und immer mit Mike zusammen. Auf einigen küssten sie sich, sie schienen sehr verliebt. Und die Fotos waren zudem wohl auch noch gar nicht alt, denn Mike sah auf den Fotos mit den Mädchen genauso aus wie jetzt, kein bisschen jünger. Und dann packte mich die Neugierde. Ich hatte dieses Mädchen noch bisher nirgendwo gesehen. Und Mike hatte sie bisher mit keinem Wort erwähnt und dabei hatte er mir schon viel Persönliches erzählt. Ich eilte nach unten und fragte Silke prompt danach, wer dieses Mädchen war. Sofort verwandelte sich das Lächeln meiner Tante in einen sehr traurigen Gesichtsausdruck. »Oh, das war seine Freundin Leonie«, antwortete Silke. »Er hat sie sehr geliebt.« »Okay«, erwiderte ich. »Und warum haben sie Schluss gemacht? Anscheinend war das ja erst vor kurzem.« Tante Silke schüttelte mit dem Kopf. »Die beiden haben nicht Schluss gemacht. Leonie ist... Sie ist gestorben.« Ich zuckte kurz zusammen. Ich hatte jetzt mit allem gerechnet, nur nicht damit. »Was? Gestorben?« brachte ich nur heraus. Ich konnte sehen, wie die Augen meiner Tante wässrig wurden. »Es war ein Unfall«, sagte Tante Silke mit gedrückter Stimme. »Es war auf einer dieser Partys, die die Klasse zusammen gefeiert hat. Sie haben sie ein paar Höhenmeter weiter oben in irgendeiner Partyhütte gefeiert, mitten im Wald. Alle waren sie sehr betrunken. Auch Leonie. Keiner kann bis heute sagen, was genau passiert ist, aber es war wohl ein Unfall. Allem Anschein nach ist Leonie sehr stark gestürzt und einen Abhang heruntergefallen. Leider haben ihre Mitschüler das erst paar Stunden später bemerkt. Es dauerte etwas, bis Mike dann aufgefallen ist, dass Leonie weg war. Dann haben sie alle überall gesucht und schließlich sie dann auch gefunden.« Tante Silke kämpfte jetzt richtig mit den Tränen. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Diese Situation überforderte mich gerade. »Es ist gerade einmal 3 Monate her«, schluchzte Silke, und jetzt schniefte sie in ein Taschentuch. »Wie geht Mike damit um?«, fragte ich. Das war das Erste, woran ich denken musste. Ich sehe ihn fast jeden Tag und ich habe gar nichts gemerkt. Und nicht nur er, auch die ganze Klasse. Ich spüre nicht mal einen Bruchteil von 1%, dass sich dort vor gerade mal 3 Monaten ein tragischer Todesfall ereignet hat. Mike kommt mittlerweile ganz gut klar damit«, entgegnete Silke. »Es gibt immer noch schwierige Momente, aber die zeigt er in der Klasse und vor seinen Freunden nicht. Er sagt aber, dass er jetzt wieder ganz glücklich sein kann. In der ganzen Klasse schweigt man nur über den Vorfall. Niemand redet mehr darüber. Das machen sie zum Selbstschutz. Jedoch hat der ganze Vorfall den Zusammenhalt der Klasse wohl enorm gestärkt.« Ich nickte. Das konnte ich mir gut vorstellen. Immerhin ist das ja oft so, dass solche Geschehnisse Menschen stärker zusammenschweißen. Ich spürte, wie mein Herz ganz schnell und stark pochte. Diese Geschichte hatte mich gerade völlig aus der Bahn geworfen. »Bitte erzähl Mike aber nicht, dass ich es dir erzählt habe, okay, Jan? Sprich ihn bitte nicht darauf an.« »Na klar«, versprach ich. »Ich werde nichts sagen.« Ich tröstete meine Tante noch etwas. Von diesem schrecklichen Ereignis zu berichten, hatte sie ziemlich emotional gemacht. Silke erzählte mir noch, wie sehr auch sie Leonie gemocht hatte und wie glücklich sie und Mike gewesen waren. Außerdem erzählte sie mir ein paar Geschichten mit Leonie. Und so blieb ich noch etwa eine Stunde bei meiner Tante, ehe ich dann letztendlich ihr Haus verließ.
Auf dem Weg nach Hause konnte ich an nichts anderes denken als an Mike und Leonie und an diesen furchtbaren Unfall. Das Ganze hatte mich derart aufgewühlt, dass ich noch gar nicht direkt nach Hause gehen konnte, sondern einen Umweg nahm, um noch etwas spazieren gehen zu können. Ich ging durch einen Waldweg, der mir bereits schon ziemlich bekannt war. Ich war ihn schon einige Male gegangen, er war jetzt schon so etwas wie meine gewohnte Spazierroute. Ich ging also durch den Wald und wie fast immer begegnete ich hier weit und breit niemandem. Hier war wieder Totenstille. Vor allem darum liebte ich diesen Weg so sehr. Ich kam nun zu meinem Lieblingsplatz. Hier war ein kleiner Teich, in dem manchmal sogar einige Enten schwammen. Unglaublich, dass so ein schönes, kleines Plätzchen so unbesucht war. Ich setzte mich auf die Bank, die direkt vor dem Teich positioniert war. Hier setzte ich mich jedes Mal hin, um meine Seele baumeln zu lassen. Doch jetzt nutzte ich die Stille, um nach der Geschichte meiner Tante ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ich schloss die Augen, doch plötzlich hörte ich etwas. Das Knacken eines Astes. Ich machte die Augen auf der Stelle wieder auf und sah nach links. Und dann erschreckte ich mich richtig. Da war ein Mädchen. Nur einige Meter entfernt von mir. Sie ging gerade offensichtlich auch spazieren. Wo kam die denn auf einmal her? Doch der Schreck war nur nach Millisekunden wieder weg, als ich sah, wie unglaublich bezaubernd sie war. Wow, wollte Gott mich hier gerade für irgendetwas belohnen? Oder warum schickt er mir so einen Engel an einen unbesuchten Ort, wo sonst keine Menschenseele war? Ich schaute das Mädchen nun etwas genauer an. Ihre blonden Haare, ihre strahlend blauen Augen, sie hatte ein bezauberndes, natürliches Lächeln auf ihrem Gesicht und ich sprang auf. Das war doch das Mädchen auf den Fotos. Das war Leonie, die Ex-Freundin von Mike. Naja, jedenfalls sah sie genauso aus. Dem unbekannten Mädchen, das jetzt schon fast bei mir war, entging meine plötzliche Reaktion nicht. Sie schaute mich an und ging auf mich zu. Direkt auf mich zu. Und ich stand einfach nur weiter da und starrte sie an. Ist alles okay bei dir? Fragte sie mich besorgt. Ich wusste nicht wirklich, was ich sagen sollte, also stammelte ich irgendetwas. Ist schon gut, sagte das Mädchen und dabei lächelte sie wieder engelhaft. Ich habe dich, glaube ich, ziemlich erschreckt. Das wollte ich nicht. Ich bin Leonie. Freut mich, dich kennenzulernen. Leonie streckte mir die Hand aus. Doch ich war nicht imstande, sie zu nehmen. Ich konnte meinen Blick zwar selbst nicht sehen, aber ich sah ganz sicher so aus, als hätte ich gerade einen Geist gesehen. Was ich ja auch möglicherweise gerade tat. Was ist los? Bist du schüchtern? Schmunzelte Leonie. Ich entschied mich, es direkt anzusprechen. Alles andere hatte keinen Sinn. Du bist doch die Leonie, die vor 3 Monaten beim Unglück ums Leben gekommen ist. Leonie ging jetzt ganz nah an mein Gesicht heran. Ihr Gesichtsausdruck wurde nun etwas ernster, jedoch lächelte sie trotzdem noch. Woher weißt du das denn? Flüsterte sie. Diese Worte ließen meine Adern gefrieren. Ich bin Maikes Cousin, antwortete ich. Meine Tante, seine Mutter Silke, hat mir alles über dich erzählt. Daraufhin ging Leonie wieder ein paar Schritte von mir weg. Sie legte ihren linken Zeigefinger auf ihren Mund und schaute nachdenklich gen Himmel. Ach, so ist das, sagte sie und dabei hatte ihre Stimme etwas kindlich Spielendes. Da musst du wohl Jan sein. Mike und seine Mutter haben dich ein paar Mal erwähnt, als es um frühere Geschichten ging. Was verschlägt dich denn hierher? Leonie musterte mich jetzt eingehend. Allmählich machte sie mir eine Höllenangst. Bevor ich ihr irgendetwas beantworte, sagte ich, kannst du mir bitte erklären, was hier gerade vor sich geht? Leonie schaute mich fragend an. Was meinst du denn? Oh, ja bitte entschuldige, das muss für dich jetzt ziemlich verwirrend sein. Ich bin Leonie, aber ich bin tot. Ich bin ihre Seele und ich bin wiedergekommen. Wiedergekommen, um Rache zu nehmen. Ich konnte mich jetzt nicht mehr halten. Das Ganze hier war viel zu abgefahren. Ich ging auf Leonie zu, um sie zu berühren. Aber tatsächlich, ich fasste durch sie hindurch. Sie musste ein Geist sein. Aber an wen möchtest du dich rächen? Fragte ich Leonie. An meiner gesamten Klasse, flüsterte Leonie jetzt in bedrohlichem Ton. Sie alle haben mich getötet. Aber es gibt eine Person, an der ich mich ganz besonders rächen will. Und zwar an Mike. Wieso denn an Mike? Er hat das alles geplant, inszeniert. Was? Ja, er hat mich ermordet. Nun sah ich Leonies wahres Gesicht. Ihr spielerisches Lächeln war verschwunden und ich sah nur noch blanken Zorn und Hass in ihrem Gesicht. Mike wollte mich töten und hat die ganze Klasse dazu gebracht, es in die Tat umzusetzen. Den Grund möchte ich dir noch nicht sagen, denn du sollst Teil meines Racheplanes sein. Leonie bewegte sich so schnell, dass ich gar nicht richtig reagieren konnte.
Sie stürmte auf mich zu und führte ihren rechten Arm pfeilschnell in meinen Bauch. Als nächstes spürte ich ein Gefühl, das ich nicht beschreiben konnte. Der Arm ging durch meinen Bauch durch und ihre Hand war nun in meinem Magen. Zuerst spürte ich nichts, aber dann fing ihr Arm plötzlich an, golden zu leuchten. Energie entstand in meinem Körper. Plötzlich wurde alles total warm. Was machst du da?« rief ich. Aber Leonie antwortete zunächst nicht. Stattdessen war da diesmal ein diabolisches Grinsen auf ihrem Gesicht. Leonie verharrte noch ein paar Sekunden in dieser Position. Dann zog sie wieder den Arm aus meinem Bauch heraus und entfernte sich wieder von mir. Ich starrte sie an. »Was hast du gerade getan?« »Ich habe dich zu meinem Auserwählten gemacht«, kicherte sie. »Kannst du mir das bitte etwas genauer erklären?« erhob ich laut die Stimme. »Die Sache ist die«, fing Leonie an zu erklären. »Ich kann mich an meinen Mördern nicht auf eigene Faust rächen. Ich kann sie nicht einfach selbst umbringen. Ich brauche so etwas wie einen Boten. Einen Boten auf der Erde. Einen, der meine Rache überbringt. Du, lieber Jan, hast jetzt die Kraft. Und zwar ganz alleine durch das bloße Sagen eines Wortes, deine ganze Klasse auf einmal zu töten. Das konnte doch nicht der Ernst sein. Das wurde doch immer verrückter. Aber auch wenn es absolut absurd klang, glaubte ich ihr. Immerhin hatte ich schon genug Übernatürliches gesehen. Warum sollte sie sich das jetzt ausdenken? Welches Wort?« fragte ich. »Wahagonau«, antwortete sie. »Klingt ja wie ein Zauberspruch«, sagte ich. »Ist der auch einer?« gab sie zurück. »Und warum sollte ich das tun?« fragte ich. »Meinen eigenen Cousin und meine Freunde töten? Es war ganz schön dumm von dir, mich auszuwählen. Warum hast du nicht einfach deine Mutter genommen? Die hätte dich doch sicher sofort gerecht.« Ich dachte, damit hätte ich Leonie. Aber da hatte ich mich wohl getäuscht. Sie grinste wieder über beide Backen. »Finde ich schön, dass du fragst«, zwitscherte sie. »Das Ganze ist doch noch ein bisschen komplexer. Es gibt ein paar Regeln, die ich noch beachten muss. Leider. Und zwar muss ich zwei Boten ernennen. Einer darf jemand sein, der mir nahesteht und von dem ich weiß, dass er sicher auf meiner Seite ist. Aber der andere muss ein Fremder sein. Ein Unparteiischer. Jemand, den ich noch nie gesehen habe. Ich darf ihn noch nicht einmal aussuchen. Es muss die erste Person sein, die ich sehe, nachdem ich meinen ersten Boten ausgesucht habe.« Mir war die Kinnlade heruntergeklappt. »Was zur Hölle war das denn?« »Und wer macht diese Regeln?« fragte ich. »Oh, das darf ich dir nicht sagen«, lachte Leonie. »Ihr Menschen auf der Erde sollt ja nach wie vor so wenig wie möglich über das Leben danach wissen.« »Aber da gab es noch eine zweite Sache. Du hast also gerade eben jemanden ausgewählt?« fragte ich. »Und wer ist diese Person?« »Das bin ich!« Nun bekam ich wirklich fast einen Herzinfarkt. Ich drehte mich um und von rechts kam hinter einem Busch ein Mädchen hervor. Aber nicht nur irgendein Mädchen. Ich kannte sie. Ich kannte sie nur zu gut. Es war Stella. Triumphierend grinsend kam sie zu uns. »Stella, du?« rief ich. Dann drehte ich mich wieder um zu Leonie. »Warum denn Stella?« »Oh, wir beide waren sehr gute Freunde«, antwortete Leonie und Stella war jetzt mittlerweile bei uns. »Ihr wart Freunde?« Das konnte ich nun wirklich nicht glauben, auch wenn es fies klang. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gab, der mit Stella befreundet sein wollte. »Ich war die Einzige, die nicht an Leonies Mord beteiligt war«, erklärte Stella. Sie war die einzige Freundin, die ich jemals hatte. Niemand hat sich je für mich interessiert, außer Leonie. Und sie war auch die einzige, die ich jemals als Freundin sehen wollte. Aber diese Klasse, sie hat mir sie genommen. Leonie hat mir alles erzählt. Aber was ist denn jetzt überhaupt passiert? Rief ich. Was ist passiert damals, Leonie? Leonie kicherte wieder. Allmählich machte mich das rasend. Ich hab dir doch schon gesagt, dass ich dir das noch nicht erzählen werde. Du wirst es aber bald erfahren. Ich schüttelte den Kopf. Was machte Leonie eigentlich so siegersicher? »Leonie«, sagte ich jetzt in einem ruhigen und erklärenden Tonfall, »selbst wenn das, was du mir da erzählt hast, wirklich stimmt, werde ich sie trotzdem nicht umbringen, okay? Also schmink dir das Ganze ab, nimm den Zauber wieder aus uns heraus und kehre ins Jenseits oder wo du auch immer herkommst zurück und lass mich in Frieden. Ich werde es nicht tun.« Leonie bewegte nun ihre Zunge zwischen ihren Zähnen hin und her. »Seid ihr da mal nicht so sicher?«
sagte sie und jetzt klang sie wirklich furchterregend. Das Botenspiel ist schon im Gange. Ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Ihr müsst beide zu einer Entscheidung kommen. Ihr müsst beide das Wort Vahagonau sagen, damit alle aus der Klasse sterben. Es reicht nicht, wenn einer es sagt. Die magische Kraft in euch hält 3 Tage an. Bis dahin müsst ihr euch entschieden haben. Leonie sah mich jetzt mit einem ernsten, entschlossenen Blick an. Ich weiß, dass du das Richtige tun wirst, Jan. Und ich weiß, dass du mitspielen wirst. Denn du willst doch sicher auch die Wahrheit herausfinden. Nachdem Leonie diese Worte an mich gerichtet hatte, sah sie noch einmal zu Stella. Diese nickte ihr zu. Leonie nickte zurück. Ich danke dir, sagte sie. Und dann löste sich Leonie auf. Von jetzt auf gleich verschwand sie einfach und ließ Stella zurück. Ich sah zu Stella. Diese sah mich mit ihrem gewohnt finsteren Blick an. Das Spiel beginnt, sagte sie. Bald wirst du die Wahrheit herausfinden. Oh, Freunde, das klingt doch höchst spannend und ihr wollt wahrscheinlich unbedingt wissen, wie es weitergeht. Das ist verständlich. Klickt auf den ersten Link in der Beschreibung. Dann könnt ihr auf Spotify, auf Apple Music, Amazon Music diese Geschichte weiterhören. Es wäre so cool, wenn jeder von euch jetzt den ersten Link in der Beschreibung anklickt und dort weiterhört. Ihr seht jetzt hier eingeblendet, genau bei welchem Teil ihr weiterhören müsst. So könnt ihr uns mega unterstützen, liebe Freunde, damit es dieses Projekt hier noch weiterhin geben wird. Vielen Dank für euren Support und hört jetzt weiter den zweiten Teil. Erster Link in der Beschreibung.